Hallo und herzlich willkommen. Wie ihr es schon seht, heute kam eine große Lieferung von Amazon. Die neuen Lautsprecher sind rausgekommen. Direkt vor mir habe ich die beiden neuen Echo Shows. Hier zur Rechten den Echo Show der ersten Generation, hier zur Linken den der zweiten Generation. Und in den folgenden paar Minuten möchte ich euch einfach mal die Unterschiede der beiden Geräte erzählen. Und später in weiteren Videos erkläre ich oder erzähle ich euch auch noch was zu den anderen Lautsprechern von Amazon. Ja, wir sehen es schon, der Echo der ersten Generation besitzt ein viel kleineres Display als der zweiten Generation. Hier haben wir ein 7 Zoll Display und hier bei dem neuen haben wir ein 10 Zoll Display. Wir sehen es auch, bei dem alten Gerät hatten wir die Lautsprecher hier auf der Vorderseite. Bei dem neuen ist es hier auf der Rückseite. Mir persönlich gefällt es viel besser. Wir haben hier vor allem eine glatte Kunststoffoberfläche und wie wir das auch von den neuen Geräten her kennen, auch bei dem Echo der zweiten Generation kennen wir auch schon diesen Stoffüberzug. Macht einfach einen viel hochwertigeren Eindruck. Sieht einfach stimmiger aus, wenn ihr mich fragt. Ein weiterer Unterschied ist jetzt der Mute-Knopf. Der leuchtet hier oben. Bei der ersten Generation wurde das einfach nur über eine kleine Lampe hier vorne symbolisiert. Ein weiterer Aspekt in dem neuen Echo Show der zweiten Generation ist der integrierte Hub. Den kennen wir bereits aus dem Echo Plus der ersten Generation. Gibt ja jetzt auch hier den Echo Plus der nächsten Generation. Aber dort war bereits zum ersten Mal ein Hub integriert. Das ermöglicht uns zum Beispiel hier so eine Philips Hue Glühbirne. Die wird ja auch direkt mitgeschickt, die direkt mit dem Gerät zu koppeln. Und dadurch sparen wir uns einfach eine weitere Bridge oder in dem Falle halt eine Philips Hue Bridge. Und so ist es möglich, schon mal wenigstens eine Glühbirne per Sprache über das Gerät zu steuern. Auf jeden Fall ein netter Zusatz. Ansonsten haben wir noch eine weitere Neuigkeit, das ist mir generell bei allen Lautsprechern hier auch aufgefallen. Der Stromstecker hat sich ein leicht wenig verändert. Ist der bei den alten noch recht schmal gewesen, ist der jetzt bei dem neuen etwas dicker. Kann ich jetzt gerade nicht zeigen, weil sonst wäre der Echo ohne Strom, das wäre ein bisschen blöd. Aber was ist natürlich das Wichtigste an dem Gerät neben dem Display? Wir wollen uns natürlich vor allem ein bisschen mit dem Ton beschäftigen. Dazu tue ich jetzt mal den der ersten Generation unmuten. Und ja, Alexa, wie ist das Wetter heute? In Darmstadt beträgt die Temperatur 20 Grad Celsius bei überwiegend bewölktem Himmel. Heute Nacht höchstwahrscheinlich nur wenige Wolken am Himmel mit einer Tiefstemperatur von 10 Grad. So, wir sehen schon, der Ton, der kommt einfach eher frontal. Klar, der Lautsprecher ist ja auch auf der Vorderseite. Machen wir jetzt mal zum Vergleich den neuen Echo Show an. Alexa, wie ist das Wetter? In Darmstadt beträgt die Temperatur aktuell 20 Grad Celsius bei überwiegend bewölktem Himmel. Der Wetterbericht für heute Nacht sagt nur wenige Wolken am Himmel voraus mit einer Tiefstemperatur von 10 Grad. Ja, wir merken es schon, der Ton geht bei dem neueren Gerät ein Stückchen weiter nach hinten. Wenn er an der Wand steht, wird er wahrscheinlich von dort reflektiert. Und ich persönlich empfinde den Ton einfach etwas basslastiger. Mir gefällt das schon ganz gut. Machen wir auch nochmal direkt einen Vergleichstest mit der Musik. Dazu unmute ich den der ersten Generation wieder. Alexa, spiel Musik von Spotify. Spotify wird fortgesetzt. Niggas that know me best, I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. God damn. I made that bitch famous. For all the girls that get kicked. Alexa, Pause. So, das Lied finde ich ganz interessant, einfach weil es auch ein bisschen den Bass darstellt. Er ist ein bisschen schwach auf der Brust, das muss man schon sagen. Schauen wir uns das zum Vergleich mal auf der neuen Generation an. Alexa, spiel Musik von Spotify. Spotify wird fortgesetzt. Alexa, Pause. Also ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Gefühlssache über das Mikrofon hier, was ich angesteckt habe, kommt es nicht ganz so gut rüber. Schauen wir uns gerade nochmal an, auf welcher Lautstärke das ist. Alexa? Alexa, Lautstärke 6. So. Alexa, Lautstärke 6.
Ja, also es war auch ungefähr auf derselben Lautstärke-Einstellung. Das ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Der Echo persönlich gefällt mir viel besser. Er ist natürlich auch in der Gesamtdimension ein Stückchen gewachsen. Er ist natürlich vor allem breiter. Die Höhe ist ungefähr identisch geblieben. Ja, das muss natürlich jetzt jeder für sich selbst wissen, ob das für ihn genug Gründe sind, von dem alten Show auf den neuen zu wechseln. Momentan ist es auch ein Preisaufschlag von fast 100 oder sogar über 100 Euro. Den gab es jetzt im Angebot für 120 Euro. Der kostet noch, wenn man ihn neu kauft, 230. Ja, das ist natürlich nochmal ein Aufpreis. Das muss jeder für sich selbst abwägen. Ich würde sagen, musikalisch oder von der Klangqualität hier ist der Echo Show auf jeden Fall besser geworden. Auch von dem Display gefällt mir das Ganze natürlich viel besser. Es ist viel größer. Je nachdem, wie euer Nutzungsverhalten halt auch ist, ob ihr viel mit dem Display macht, ob ihr darauf Filme schauen wollt, ihr könnt ja jetzt auch direkt Prime Video damit ansprechen und euch so auch die Videos anschauen oder Rezepte über ein Kochbuch oder was auch immer man mit dem Display alles so anfangen kann, da bietet sich es natürlich an, ein größeres zu nehmen. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses kurze Video gefallen hat. Hinterlasst mir doch einen Daumen hoch, wenn es so war. Ansonsten bei Fragen einfach unten was in die Kommentare schreiben und dann versuche ich euch die Fragen so weit wie möglich zu beantworten. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.